Schmetterlinge, wir machen es kurz und schmerzlos. Es wird Zeit für einen neuen Hörmonat. Mein Gehirn ist diesen Monat voll von 5 tollen Geschichten, von denen ich euch erzählen möchte. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, es wird wieder einen Zweiteiler geben. Den zweiten Teil findet ihr wie immer in der Infobox. Ich hoffe, ich kriege den irgendwie zeitgleich fertig. Außerdem erwartet euch in der Infobox auch der Link zu meinem schriftlichen Monatsrückblick, was euch dort erwartet. Unter anderem eine Verlinkung von Blogbeiträgen, Videos, die ich im Oktober so entdeckt habe. So ein kurzes privates Geplauder. Ich wollte jetzt extra nicht Gelaber und extra nicht Geblubber sagen, jetzt ist Geplauder rausgekommen. Und eine Auflistung der in diesem Monat veröffentlichten Beiträge, damit ihr auch nochmal so eine Übersicht habt, was ich auch so auf meinem Blog schreibe. Falls es hier irgendwelche Hörer gibt, die nur meine Podcasts hören. Und nicht zu vergessen ist in der Infobox wie immer das altbekannte Inhaltsverzeichnis. Dennoch hoffe ich, dass ihr Zeit und Lust habt, die ganze Podcast-Folge zu hören. Wir fangen jetzt an mit Buch 1. Das erste Hörbuch, das ich beendet habe, ist Graffiti Moon von Kat Rowley. Hier geht es um Lucy, die unsterblich in den Graffiti-Künstler Shadow verliebt ist. Allerdings hat sie Shadow noch nie in echt kennengelernt, aber sie findet seine Bilder unheimlich inspirierend. Und eines Tages ist sie mit ihren Freunden auf einer Party und dort lernt sie Ed kennen. Also gut, Ed kannte sie schon vorher, fand ihn immer so ein bisschen schräg, aber dann erfährt sie, dass Ed sich ziemlich gut mit Shadow versteht, beziehungsweise Shadow kennt. Und sie überredet ihn, dass er ihr Shadow vorstellt und daraufhin beginnt eine spannende Reise durch die Nacht. Wo brennt es, Lucy Dervish? In mir, unter meiner Haut. Ich muss es rechtzeitig schaffen. Ich muss Shadow treffen. Poet auch, aber vor allem Shadow. Den Typen, der nachts malt. Vögel, die auf Mauern in der Falle sitzen. Leute, die sich in gespenstischen Wäldern verirrt haben. Jungen mit Herzen, aus denen Grashalme sprießen. Und Mädchen mit brummenden Rasenmähern. Ein Typ, der so etwas malt, ist ein Typ, in den ich mich verlieben könnte. Und zwar Hals über Kopf. Jetzt habe ich endlich die Chance, ihn zu treffen. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Wenn Wunsch und Erfüllung zusammenprallen, sagt Mom, dann ist das der Augenblick der Wahrheit. Ich sehne mich nach dem Zusammenprall. Ich will so heftig mit Shadow zusammenprallen, dass unsere Gedanken durch die Gegend fliegen, dass wir sie einander zurückgeben wie glänzende Steine, dass wir uns gegenseitig aufhelfen. Oben in der Singer Street kommt die Stadt in Sicht. Sie türmt sich neonblau auf. In weiter Ferne zucken Blitze hinter Hitzeschleiern. Irgendwo erklingt ein Lachen. Dann sehe ich ein Piece von Shadow auf einer bröckelnden Wand. Es zeigt ein von einem Erdbeben angeknackstes Herz. Darunter steht »Jenseits der Richterskala«. Kein Kitschherz wie auf den Karten zum Valentinstag, sondern ein echtes, mit feinen Venen, Arterien, Vorhöfen. Der faustgroße Wald in unserer Brust. Ich biege um eine Ecke und rase durch die Straße auf Els Atelier zu, auf Al selbst, der draußen auf den Stufen im Licht sitzt, umtanzt von Motten. Auf einen fernen Schatten, den Schatten von Shadow. Gleich kommt der Zusammenprall. Ein letzter Sprint, dann gehe ich in die Bremse. Da bin ich, ich hab's geschafft. Sehe ich okay aus? Wie sehe ich aus? Al leert seinen Kaffee, stellt die Tasse auf die Stufe. Wie ein Mädchen, das die beiden um 5 Minuten verpasst hat. Ich sprühe den Himmel schnell. Sehe mich immer wieder um. Halte Ausschau nach Bullen. Sprühe Segel. Halte Ausschau nach ungebetenen Zuschauern. Alles, was in mir gärt, schießt aus der Dose auf die Backsteine. Seht her. Seht her. Seht her. Das bin ich auf dieser Wand. Mein erstes Bild war ein Mädchen. Mein zweites Bild war eine offene Tür. Danach malte ich noch mehr Türen. Riesige Türen. Danach Himmel. Offene Himmel über offenen Türen mit Vögeln, die entkommen wollten. Was geht dir durch den Kopf, kleiner Vogel? Du stammst aus der Spraydose. Heute ist ein Vogel dran, den ich schon den ganzen Tag im Kopf hatte. Ein kleines gelbes Ding, das im duftigen grünen Gras liegt. Beine und Bauch zum Himmel gereckt.
Vielleicht schläft er. Vielleicht ist er tot. Das Gelb stimmt. Das Grün auch. Aber der Himmel stimmt nicht. Ich brauche ein Blau, das einen innerlich zerreißt. Ein Blau, wie man es hier nicht findet. Toll an der Hörprobe finde ich, dass wir die zwei hauptsächlichen Sprecher des Hörbuchs kennenlernen, nämlich Birte Schnöink und Mirko Greibig. Und ich finde es immer noch so unheimlich faszinierend, dass Birte Schnöings Stimme so jung klingt. Also wirklich, ich nehme ihr die Rolle einer 16-Jährigen voll ab. Und ich finde auch, sie harmoniert sehr, sehr gut mit Mirko Greibig. Insgesamt besteht die Geschichte aus drei Handlungssträngen. Um ehrlich zu sein, ich habe den dritten nicht ganz verstanden. Jedenfalls wird der dritte Handlungsstrang von Hans Löw gelesen, gesprochen, und ich dachte, das sollte ich halt noch erwähnen, wenn ich hier die Sprecher vorstelle. Zur Geschichte, ich finde es auch ein unheimlich schönes Jugendbuch, eine schöne Reise durch die Nacht. Beide Charaktere entwickeln sich auch toll. Ich muss jetzt mal ein anderes Wort für schön nehmen. Und ich habe das Hörbuch wirklich sehr, sehr gern gehört und konnte mich auch gut in die Charaktere hineinversetzen. Fand ihre Reise spannend. Also neben diesem wird Lucy Shadow finden, gibt es auch noch so einen tollen, in Anführungsstrichen, Spannungsbogen, der halt ein bisschen Spannung reinbringt, ne? Und das fand ich auch recht gut umgesetzt und zum Schluss auch aufgelöst. Also ohne dass jetzt irgendwie blöde offene Fragen bleiben. Also, erste Hörempfehlung des Monats, Graffiti Moon. Und den Link zu meiner Rezension gibt's wie die anderen Links zu den Rezensionen auch unten in der Infobox. Ich glaube, diese Box wird irgendwann platzen, voller Links und so weiter. Ich glaube, das zweite Hörbuch ist irgendwie mit eines meiner Jahreshighlights. Und zwar heißt es Ein Mann namens Obe von Fredrik Backmann. Das Hörbuch ist bereits etwas älter, ich weiß, es hat lange gedauert, bis es bei mir eingezogen ist. Hier geht es um, wie der Titel schon sagt, Obe. Obe ist ein älterer Herr, der frisch berentet ist und im Grunde nicht so recht mit seiner Berentung anzufangen weiß und auch ziemlich griesgrämig ist. Er schreift immer durch die Nachbarschaft und schreibt sich die, in Anführungsstrichen, Vergehen seiner Nachbarn auf. Und er ist eben sehr, sehr auf Ordnung bedacht. Und eigentlich ist Obe, glaube ich, einer der Typen, die wir in unserer Nachbarschaft wahrscheinlich unheimlich nervig und einfach nur blöd finden. Doch dann sieht eines Tages eine junge Familie nebenan ein, die Obes Leben buchstäblich auf den Kopf stellt, denn sie treten in alle möglichen Fettnäpfchen, in die man nur treten kann. Und es stellt sich die Frage, wie kommt Obe mit dieser Familie klar? Sie hören Ein Mann namens Ove von Fredrik Backmann, gelesen von Heiko Deutschmann. Es war 5:05 am frühen Morgen, als Ove und die Katze das erste Mal aufeinander trafen. Ove war wie immer 10 Minuten zuvor aufgestanden. Er verstand die Leute nicht, die verschliefen und es darauf schoben, dass der Wecker nicht geklingelt habe. Ove hatte in seinem ganzen Leben noch keinen Wecker besessen. Um 5:45 wachte er auf und dann begann sein Tag. Er hatte die Kaffeemaschine angestellt und genau die Menge eingefüllt, die er zusammen mit seiner Frau an jedem Morgen in den letzten 4 Jahrzehnten, in denen sie in der kleinen Reihenhaussiedlung gewohnt haben, getrunken hat. 1 Löffel pro Tasse und einen extra für die Kanne. Nicht mehr und nicht weniger. Das konnte ja heute keiner mehr richtigen Kaffee kochen. Genau wie man heute auch nicht mehr mit der Hand schreiben konnte. Heute hatte man nur noch Computer und Espressomaschinen. Und wohin bewegte sich eine Gesellschaft, in der keiner mehr vernünftig mit der Hand schreiben und Kaffee kochen konnte? Wohin? Das fragte sich Ove. Während seine richtige Tasse Kaffee durchlief, zog er die blaue Hose und die blaue Jacke an, fuhr in die Holzklocks, steckte die Hände in die Hosentaschen und machte sich auf seine Kontrollrunde durch die Siedlung. So wie jeden Morgen. Die Katze saß mit gleichgültiger Miene mitten auf dem Weg zwischen den Häusern, oder was man so Katze nennen konnte. Sie hatte nur noch einen halben Schwanz und ein Auge, und hier und da fehlten ihr ganze Fellstücke, als hätte jemand faustdicke Büschel herausgeschnitten. Deshalb konnte von einem ganzen Katzenvieh eigentlich kaum die Rede sein, fand Ove. Er stapfte ein paar Schritte auf sie zu, die Katze erhob sich. Ove spielte mit dem Gedanken, einen seiner Holzklocks nach ihr zu werfen.
Die Katze sah aus, als verfluche sie die Tatsache, dass sie selbst keine Holzklocks besaß, um sie zurückzuschleudern. »Sch!« brüllte Ove so plötzlich, dass die Katze zusammenfuhr. Sie machte einen Schritt zurück, sah den 59-Jährigen von oben bis unten an, betrachtete seine Holzklocks. Dann zuckte sie leicht, drehte sich um und trottete von dannen. Wenn er es nicht besser gewusst hätte, hätte Ove schwören können, dass sie erst noch die Augen verdreht hatte. »Blödes Vieh«, dachte er und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. 6:02. Zeit, in die Gänge zu kommen, damit sich nicht die ganze Kontrollrunde wegen des Katzenviehs verschob. So marschierte er also den Weg zwischen den Häusern entlang bis hoch zum Parkplatz wie jeden Morgen. Machte Halt vor dem Schild, das den Autoverkehr innerhalb der Wohngegend untersagte. Trat ein bisschen provokativ gegen den Pfosten, auf dem es befestigt war, nicht weil er schief stand oder so, sondern weil es nie schaden konnte, die Dinge zu kontrollieren. Und Ove war so ein Mann, der den Zustand von Dingen überprüfte, indem er dagegen trat. Ich liebe diese Szenen, in denen Ove auf die Katze trifft. Dann wird es noch einige in diesem Hörbuch geben. Und das Tolle ist, jeder, der eine Katze hat, sitzt schmunzelnd vor dem Hörbuch und denkt sich, ja, genau so sind Katzen. Auf Twitter meinte eine Leserin, dass Ove so, schon so ein ziemlich krasser Stereotyp ist. Da stimme ich ihr zu. Aber das Tolle ist, finde ich, dass der Autor auch so ein bisschen was über Oves Vergangenheit erzählt und so viel darüber erzählt, was zwischen den Zeilen passiert. Und so haben wir als Leser bzw. Hörer die Möglichkeit, die Sprache eines Oves zu verstehen. Und das, was im ersten Moment griesgrämig oder ziemlich schroff wirkt, ist aus Oves Sicht aber einfach durchdacht und logisch. Und es gab so wirklich irgendwann so diese Szenen, wo man so gemerkt hat, Oves Gegenüber ist total verwirrt, dass ihm jetzt eine Frage gestellt wird, die gar nichts mit der Situation zu tun hat. Und ich sitze da und verstehe einfach voll, was Ove meint. Und ich vermute, dass dieses Buch auch so ein bisschen Anlass geben könnte, so die eigenen Oves der Nachbarschaft vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Wobei da halt der Nachteil ist, dass man heutzutage wahrscheinlich zu wenig Zeit hat, um sich mit den Oves der eigenen Nachbarschaft auseinanderzusetzen. Jedenfalls fand ich es sehr wunderbar zu sehen, wie sich Ove entwickelt, wie er angefangen bei einer, ich setze mich mit einer Katze auseinander, bis hin zu, ich habe Lust auf Menschen. Ja, also wie er sich einfach vom Charakter her weiterentwickelt. Ich wiederhole mich hier, weil sonst erzähle ich euch die ganze Geschichte jetzt in einem Wutz und das ist ja irgendwie auch blöd, weil ihr müsst sie hören. Kurz noch zum Sprecher. Ich finde, Heiko Deutschmann war hier wahnsinnig gut besetzt. Er hat Oves Stimmung sehr gut transportiert und ich finde auch von der Stimmlage hat er gut zu Oves Charakter gepasst, weil er selbst auch ein bisschen älter klingt und er hat halt, wie gesagt, Oves Charakter ziemlich gut getroffen. Mehr dazu dann in meiner Rezension. Das dritte Hörbuch ist Prinzessin Insomnia unter albtraumfarbene Nachtmar. Kurz zur Hörprobe, die stelle ich euch hier nicht vor, weil ich sie euch diesen Monat schon vorgestellt habe. Yay! Zum Inhalt. Hier geht es um die schlafloseste Prinzessin von ganz Zamonien, nämlich Prinzessin Dylia, die sich selbst nur Prinzessin Insomnia nennt. Die bekommt eines Tages Besuch von einem albtraumfarbenen Nachtmar, der ihr mal so eben verkündet, dass er sie jetzt in den Wahnsinn treiben möchte. Das lässt Prinzessin Dylia aber nicht so einfach mit sich machen und verlangt erst von dem Jedenfalls reisen die beiden zu ihrem Gehirn oder in ihr Gehirn. Was ich hier toll finde an der Geschichte ist, dass Walter Mörs sich mit dem Thema Gedanken auseinandersetzt. Also werden wir von unseren Gedanken bestimmt oder können wir unsere Gedanken steuern? Wie wirken sich unsere Gedanken auf unser Leben aus? Und das ist jetzt nicht hochphilosophisch, sondern anhand von ganz einfachen Beispielen. Und dann setzt sich auch so richtig spielerisch damit auseinander und zeigt halt auch so, hey, also was Gedanken mit uns machen. Das klingt jetzt so wahnsinnig kompliziert. Ich hoffe, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Das Schöne fand ich halt dadurch, dass er spielerisch gemacht hat, ist es nicht so moralisierend im Sinne von, na, wenn du jetzt das und das machst, dann wird sich dein inneres Gedankenkarussell auflösen und du wirst ein ewig glücklicher Mensch sein. So nach dem Motto, wie diese ganzen Ratgeber, die sagen, ja, befolge die und die Übung und du wirst befreiter ins Leben starten, sondern
ja, er verkörpert das einfach in tollen sprachlichen Bildern. Und es gab so einige Situationen, in denen ich dachte, ja, so geht es mir auch. Und interessante Perspektive auf die Dinge, auf das Leben. Gelesen wird das Hörbuch von Andreas Fröhlich. Ich hatte Mühe, mich an seine Stimme zu gewöhnen, nicht weil er schlecht liest, das auf keinen Fall. Das Problem ist nur, dass die bisherigen Hörbücher von Walter Mörs, die ich gehört habe, von Dirk Bach gesprochen wurden. Er ist ja mittlerweile schon seit ein paar Jahren verstorben. Sprich, es muss ein neuer Sprecher her. Und Andreas Fröhlich hat hier eine sehr, sehr tolle Rolle, einen tollen Job gemacht. Und mein Problem war einfach, dass ich erstmal 2-3 Stunden gebraucht habe, um den inneren Dirk Bach in meinem Kopf abzustellen. Aber als ich den dann abgestellt bzw. umgestellt hatte, hatte ich sehr unterhaltsame Stunden mit Andreas Fröhlich und Prinzessin Insomnia. Das war also Teil 1 des Hörmonats im Oktober. Und das Witzige ist, weil ich jetzt so durchgehechelt bin, habe ich hier echt teilweise den Eindruck, ich spreche so schnell wie Emion, was ihr natürlich nicht hier begutachten. Nein, ich habe schon wieder, mir fehlen die Worte so spät am Abend. Ihr seht nicht, dass es draußen schon dunkel ist. Ja gut, jedenfalls, ich rede so schnell wie Emion. Vielleicht könnt ihr das irgendwann noch bezeugen. Wir werden es sehen, hören, wie auch immer. Jedenfalls danke ich euch fürs Zuhören und hoffe, ihr springt jetzt mit mir rüber in Teil 2.